Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute eine neue BH Cosmetics Influencer Kollaboration für euch, die wir testen. Good morning. Es ist 6.57 Uhr. Ich bin da, ich bin bereit. Denn es geht heute um die neue BFF Better Together Kollektion von BH Cosmetics in Zusammenarbeit mit Alina Moore und Anna Kohler. Das letzte Mal, als ich eine BH-Kollektion vorgestellt habe, ist der Spiegel genau deswegen kaputt gegangen. Freunde, ich habe heute die neue Kollektion für euch von Alina und Anna Kohler. Und ich bin gespannt, was sie kann, wie es wird, ob sie funktioniert. Ich habe eine Meinung und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Das kostet nichts und ihr unterstützt mich damit wirklich, wirklich sehr. Und vielleicht schaffen wir es ja im nächsten Jahr dann zu den 100.000 Abonnenten hier. Aber, Freunde, es geht los. Ich hole das hier erstmal raus, weil das PR-Paket ist riesig. Falls ihr Anna und Alina nicht kennt, Alina macht eher so TikTok und Instagram und Anna macht auch Instagram und Musik. Sehr, sehr gute Musik, muss ich sagen. Hatte ich das in der Story, ich glaube, von Kisu gesehen. Mega, ich liebe den Song laut. Tut aber heute nichts zur Sache. Es geht nämlich um zwei Paletten. Und die beiden haben sich mit BH Cosmetics zusammengetan und eine Kollektion entwickelt mit zwei verschiedenen Lashes und einer Face-Palette und einer 12-Color-Eyeshadow-Palette, die wir heute offensichtlich in dieses übermüdete, traurige, fahle Gesicht bringen werden. Ich zeige euch einmal die Palette. Falls ihr Interesse an der Kollektion habt, könnt ihr sie selbstverständlich auf bhcosmetics.de bestellen und mit dem Code MAXIM10 spart ihr 10% auf das komplette BH Cosmetics Sortiment. Das funktioniert auch mit Influencer-Kollektionen. Also lasst euch das gesagt sein. Ganz ehrlich, ich hätte damals, als der Code eingeführt wurde, nie gedacht, wie viele von euch ihn verwenden. Und das hilft mir ungemein. Und dafür möchte ich mich natürlich auch herzlich bedanken. Wir haben hier einmal die Lidschattenpalette. Die sieht so aus. Wir haben 12 Farben drin. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matte Farben und demnach 5 Schimmerfarben. Und wir haben auf der anderen Seite von Anna die Face-Palette. Die sieht einmal so aus. Ich liebe die Farben. Ich liebe das Design davon. Dieses Blush Nude ist meine absolute Lieblingsfarbe. Und sieht sehr, sehr schön aus. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht, warum bringt BH mit zwei Instagramerinnen und nicht typischen Beauty-Mäusen Make-up raus, aber ganz ehrlich, so what? Wenn es Make-up gut ist, ist mir völlig egal, welcher Name da drauf steht. Außer es sind gewisse Personen, die hier keinen Platz mehr finden. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch Anna und Alina. Das ist ein ganz, ganz großer Meilenstein für euch und für BH auch. Ich freue mich, das Ganze zu testen und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an und verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich bin ein klitzekleines bisschen näher an euch rangekommen, damit ihr das Drama hier sehen könnt. Ich möchte als erstes, glaube ich, so ein bisschen bronzen oder blushen. Wir haben hier nämlich die Farbe Laut und ich swatche einmal ganz kurz, um zu gucken, ob sie kühl oder warm ist. Ja, es ist tatsächlich so ein gutes Zwischending. Wir probieren es mal aus. Die Paletten kosten, glaube ich, beide 15 Euro. Ich schreibe euch das wie immer hin. Finde ich völlig in Ordnung und mit dem Code könnt ihr dann natürlich eh noch mal ein bisschen was sparen. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel, der ist von Letizia, das ist der N13-Pinsel und gehe hier rein. Das Problem bei diesen langen Fännchen ist, dass man da nicht so gut reinkommt, aber wenn man Zeit hat, könnte das klappen. Ich weiß nicht, wie pigmentiert das ist, wir probieren es aus. Okay, she's pigmented. Wunderschöne Farbe. Okay. Schaut euch das Ganze einmal im Seitenvergleich an. Es ist nicht so kühl wie gedacht, aber es ist auch nicht zu warm. Also ich sehe nicht orange aus, was fantastisch ist. Also muss ich sagen, bei Bronzer geht es sehr, sehr schnell, dass es zu orange ist. Vor allen Dingen, wenn man halt ein Produkt macht, was nicht der Hattie-Bronzer ist. Also ich vergleiche das immer mit dem Hattie-Bronzer, weil ich glaube, den hat einfach gefühlt jeder oder jeder kennt ihn oder hat ihn schon mal gesehen. Der ist ein Tacken wärmer, aber das ist ein Bronzer. Also das ist nicht so ein Contouring-Bronzer wie der von Hattie, sondern der ist einfach schön warm. Und der sieht sehr, sehr gut auf der Haut aus. Also es ist nicht so pudrig auf der Haut. Hier ist ein Spiegel drin, ich schaue mir das mal an. Doch, muss ich sagen, Farbe ist sehr, 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 sehr schön. Ihr wisst, Freunde, es ist immer super, super schwierig,
Paletten von Kollegen zu bewerten. Ich kenne die beiden persönlich nicht, was auch wahrscheinlich daran liegt, dass sie einfach nicht so komplett in der Beauty-Community sind, sondern das ist eher so die Instagram-Community. Aber ich finde es schön zu sehen, wie Leute an Make-up rangehen, die nicht jeden Tag Reviews zu Make-up-Produkten drehen. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin, aber das ist so den Eindruck, den ich habe. Und umso überraschter bin ich, dass das Ganze dann auch wirklich so gut performt. Ihr seht, die Farben sind sehr gut pigmentiert, geben schön Farbe ab und lassen sich super gut verblenden. Ich liebe die Farbe. Ich liebe diese Contour hier gerade. Wir nehmen den Blush Love und das ist hier so ein schöner Peach-Ton. Okay. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich berühre kaum mein Gesicht. Und alter Schwede, Sekunde. Sehr pigmentiert. Ich blende das so ein bisschen in diesen Bronzer mit rein. Sehr pigmentiert. Sehr pigmentiert. Wunderschöne Farbe. Geht eher so ein bisschen in das Orange Peach. Nicht so pink. Ich mag die Farben sehr gerne. Vor allen Dingen jetzt, wenn es so ein bisschen kühler ist. Im Sommer bin ich eher so ein bisschen pink. Jetzt im Winter mag ich es gerne, wenn es so ein bisschen peachy ist. Erinnert mich auch so ein bisschen an den Bella Blush, den einen. Aber der ist nochmal eine andere Farbe. Also das ist nicht zu vergleichen. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Auch in Kombination mit dem Bronzer, es lässt sich sehr gut miteinander verblenden. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, aber das habe ich immer bei Face-Paletten, wo mehrere Farben drin sind, sind diese langen Fändchen. Bei Highlightern ist es okay, bei Blush und Bronzer finde ich schwierig. Ich meine, ihr kennt meinen Bronzerpinsel. How? Ist aber nicht so schlimm. Okay, Base, ich sehe aus, als wäre ich gerade im Sommerurlaub in, weiß ich nicht, Uganda gewesen, I Stan. Hier ist noch so ein Topper mit drin, glaube ich. Das ist die Farbe Larissa. Auch eine schöne Farbe. Ist das ein Blush? Oder ist es... Oh ja, es könnte auch... okay. Freunde, es wird wieder a lot. Ich nehme den Bella-Pinsel, gehe in die Farbe Larissa und das setze ich mich hier vorne nochmal so ein bisschen rüber und dadurch kriege ich den Blush so ein bisschen schimmriger. Das ist eine gute Sache. Das hätte ich nicht gedacht, weil ihr habt trotzdem so einen leichten Blush-Effekt, aber mit so ein bisschen Bewegung drin. Und das könnt ihr entweder einzeln tragen oder on top. As then. Mhm. Gefällt mir gut. Wir haben auch drei Highlighter mit drin. Queen, Angel und Galaxy. Eins, zwei, butterweich. Sehen beide einmal so aus. Ich finde gut, dass sie auch zwei dunkle Farben mit drin haben. Die kann man sehr gut auf den Augen benutzen. Eins, okay. Das ist eine Menge Pigment. Ich nehme jetzt mal die Farbe Queen und mische, ich mische alle drei so ein bisschen. Und das setze ich mich hier oben hin. Sehr wet auf der Haut, ohne grob glitzerig zu sein. Also Highlighter ist immer glitzerig. Ich lese das ganz oft. Kannst du mir einen Highlighter empfehlen, der nicht glitzerig ist? Das Ziel von Highlighter ist es, dass es glitzerig ist. Aber das ist nicht so flaky. Also das ist schon sehr spiegelglatt. Sehr pigmentiert. Sieht schön aus. Freunde, ganz ehrlich, oh süß, Real Queens Fix Each Other's Make-up. Sehr gute Palette, kann ich nicht zu sagen. Base sieht gut aus, ich sehe wirklich aus, als wäre ich gerade im Sommerurlaub gewesen. Ich muss das Ganze so ein bisschen verschmelzen. Manchmal hilft das, wenn man einfach mit Setting Spray rübergeht, Freunde. Nicht immer, aber oft. Wir haben aber auch noch eine andere Palette und das ist die von Alina und Anna. Das ist die Lidschattenpalette. Und hier steht drin, don't be like the rest of them, XOXO, Alina. Das ist eine sehr, sehr neutrale Palette. Was ich aber gut finde, ist, dass das zusätzlich zu den braunen Tönen auch Orangetöne mit drin sind, die nicht so typisch neutrale Palette sind. Wir haben einen extrem Orange-Schimmerton hier. Wir haben hier einen matten Ton. Sie ist sehr gut aufgeteilt, die Palette. Wir haben hier den klassischen Maxim Giacomo Standard Braun Augen Make-up Look für jeden Tag. Wir haben aber auch vor allen Dingen für den Frühling, finde ich, oder für den Sommer könnte das auch schön sein. Hier, sehr frische Farben. Ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der ganzen aktuellen Situation sich der Launch auch so ein bisschen nach hinten verschoben hat. Finde ich aber nicht schlimm, weil so eine Lidschattenpalette benutzen wir ja nicht nur im Dezember, sondern wahrscheinlich auch im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Und wir schminken da jetzt aus. Ich möchte heute mal ein bisschen was anderes schminken. Und zwar gehe ich in die Farbe Fire. Ich gehe gleich hier ins Orange. Ein bisschen Kickback ist da, ist bei Orange aber oft so. Und das setze ich mich hier in die Lidfalte. Und blende das aus. Mhm. So eine Farbe
Muss ich sagen, habe ich noch nie in einer Influencer-Palette gesehen, weil die meisten Influencer-Paletten sind sehr. Also, don't judge me. Die meisten Influencer-Paletten von Make-up-Influencerinnen und Make-up-Influencern sind meistens so überdacht, dass wir die ganze Zeit, okay, die Farbe muss mit der, die Farbe muss mit der, die Farbe muss mit der. Was daraus resultiert, dass die Paletten zwar extrem durchdacht sind, farblich, aber dann sehr ineinander geschlossen sind. Und so eine Farbe wie hier Fire habe ich in noch keiner deutschen Influencer-Collab gesehen, was ich sehr, sehr gut finde. Und die Farbe ist sehr schön. Wenn ihr eine feuchte Base nehmt, dann wird die Farbe natürlich auch noch ein bisschen besser haften. Meine Base war jetzt so ganz leicht schon gesettet, aber selbst da geht das raus. Und ich glaube auch, dass das Ziel fürs nächste Jahr, das Make-up-Trend-Ziel, eher so ein bisschen reduzierter wird. Das wird mir schwerfallen, aber ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass es nächstes Jahr ein bisschen softer wieder wird. Nicht dieses Blau-Halo-Neon- XL tausendfach Schimmer, sondern eher so diese Blush- und Peach-Töne. So, das ist schon sehr 2021. Ich verdunkle mir das Ganze mit der Farbe Beauty und setze. Seht ihr das? Und setze mir das hier hin und blende mir das schon mal so ein bisschen nach außen. Und ihr seht auch, dadurch, dass ich das Orange zuerst genommen habe, ich wollte euch einfach zeigen, dass man trotzdem, auch wenn das Orange so ein bisschen random erscheint in so einer neutralen Palette, das sehr, sehr gut geht und ihr dadurch, dass ihr das als Transition Shade habt, ihr direkt einen komplett anderen Look machen könnt. Farben sind typische BH Cosmetics Qualität, sehr, sehr gut zu verblenden. Ich liebe diese Farbkombination, gerade dieses Orange und dieses Braun. Ich gehe jetzt mit dem Schwamm hier hinten lang und mache mir das hier so ein Stückchen sauber. Das ist im Moment mein Favorite Look, dieses Cat-Eye-mäßige nach hinten. Und dann nehme ich mir einen kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Deep Love. Die Farben haben Kickback, das sage ich euch, bin ich ehrlich mit euch. Wie gesagt, nicht schlimm. Und das setze ich mir hier außen hin. Ich gehe mit der Farbe Beauty auch gleich hier an meinen unteren Wimpernkranz und cutte jetzt so ein bisschen mit meinem Schwamm hier die Linie gerade. Auf mein bewegliches Lid gehe ich mit einem flachen Pinsel und gehe in die Farbe Amour. Das ist dieser schöne Lachs-Orangeton. Und das setze ich mir hier vorne hin. Das ist eine schöne Farbe. Die sieht so ein bisschen aus wie meine Farbe Günstmaus, aber geht eher so ein bisschen ins Orange. Ich habe den Pinsel jetzt trocken gelassen und ihr seht sofort auf dem Auge Farbe. Ich mache ihn jetzt einmal nass, gehe nochmal rein und dann schauen wir mal, ob wir den noch so ein bisschen metallischer kriegen. Ja, schaut, das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich liebe auch diese Kombination. Als Inner Corner nehme ich die Farbe All That Glitters und das setze ich mich hier hin. Ich will aber zwei Farben einmal swatchen und zwar All That Glitters und Champagne. Die sehen sich recht ähnlich, aber ihr seht, die Farbe hier, Champagne, ist ein bisschen kühler. Und auf dem Swatch seht ihr auch einen Unterschied. Also Champagne ist sehr, sehr icy und All That Glitters ist eher so ein bisschen güldener. Mega Look. Wir haben auch noch zwei Lashes. Einmal Anacolas Melody und Alina Moores Classy Lashes. Die Alinas sind außen ein bisschen länger und die von Anna sind gleichmäßig. Wir nehmen mal die von Alina, weil die hinten so ein bisschen weiter nach außen gehen. Passt, glaube ich, besser zu diesem Look jetzt. Die Lashes kann man eigentlich immer wieder verwenden, so 10 Mal ungefähr. Synthetische Lashes, also es ist vegan und cruelty-free, aber das ist bei BH Cosmetics alles. Und so sehen die Lashes einmal aus. Ich klebe sie einmal auf, was ich sehr, sehr gut finde. Ich liebe Lashes, die kein dunkles Wimpernbändchen haben, sondern ein durchsichtiges. Das heißt also, wenn ihr nicht so geübt seid, so wie ich, mit Lashes aufkleben, sieht das ein bisschen ordentlicher aus. Okay, die Lashes trocknen gerade. Sie sind sehr, sehr lang. Das heißt, ihr könnt sie perfekt auf eure Augenlänge so ein bisschen anpassen. Habe ich jetzt nicht gemacht, einfach um zu schauen, wie die Länge bei mir funktioniert. Dadurch, dass sie hier hinten extrem lang sind und extrem gebogen sind, liftet das das Auge noch so ein bisschen. Ihr habt automatisch diesen Fox-Eye-Look. Finde ich super, ohne dass man Fox-Eyes können muss. Der Bändchen ist gut, es ist noch so ein bisschen starr, muss man noch so ein bisschen aufbrechen, aber sie sehen sehr, sehr schön aus. Die BH Lashes sind auch sehr, sehr gut. Freunde, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ganz ehrlich, ich bin echt beeindruckt, dass die Kollektion mir so gut gefällt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich einfach,
wenn ich weiß, ein Alicia bringt eine Kollektion raus, dann weiß ich, okay, drop it, it's bomb. Ich kannte die beiden aber auch persönlich jetzt noch nicht und muss sagen, hab da richtig, richtig gut gemacht. Super schöne Kollektion. Ich liebe den Look, ich liebe den Bronzer. Das sieht sehr edel aus für wenig Geld. Die Lashes, fantastisch. Gab jetzt kein Produkt, wo ich sage, nee. Ich finde super, dass es inclusive ist. Auch endlich mal Highlighter, die ein bisschen dunkler sind. Und ihr seht, wie extrem reflektierend die Farben sind. Herzlichen Glückwunsch, Anna. Herzlichen Glückwunsch, Alina und BH. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Falls ihr neu seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Und lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass euch die Reviews und First Impression Looks von mir gefallen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.